Ja, schön, dass ihr wieder einschaltet zu einem neuen Hardware-Vlog Nummer 12. Und heute werden wir mal die Frage so ein bisschen besprechen, was sind eigentlich denn die verschiedenen Panels der Monitore, denn jedes Panel ist natürlich für ein anderes Einsatzgebiet und man weiß nicht so wirklich, wenn man keine Ahnung davon hat, welchen Monitor denn man für seine Zwecke kaufen muss. Und die Frage möchte ich heute mit euch so ein bisschen mal durchgehen und natürlich auch erklären, welche Paneltypen gibt es, was sind die Vorteile und Nachteile, um euch vielleicht so ein bisschen die Kaufentscheidung bei eurem nächsten Gaming-Monitor zu erleichtern. Es gibt ja drei Panelarten, die im Monitorbereich, im Gaming-Monitorbereich sehr erfolgreich sind und viel eingesetzt werden. Einmal das TN-Panel, das IPS-Panel und auch das VA-Panel. Angefangen beim TN-Panel oder Twisted Nematic-Panel ist ein Paneltyp, bei dem die Pixel mit stäbchenförmigen Flüssigkristallen gefüllt sind in den drei Grundfarben RGB, also Rot, Grün und Blau. Und diese stellen sich dann bei Spannung senkrecht auf, also sind standardmäßig waagerecht zur Bildebene angeordnet. Und wie gesagt, bei Spannung stellen die sich eben senkrecht auf, um dann mehr oder weniger Licht durchzulassen, um dann natürlich auch die verschiedenen Farben dann zu kreieren. Der Vorteil bei dem ganzen TN-Panel ist natürlich die unglaubliche Reaktionszeit. Deswegen ist der TN-Panel halt natürlich im Gaming-Bereich, vor allen Dingen auch im Shooter, im Fast-Paced-Gaming-Bereich sehr beliebt. Allerdings hat man hier den Nachteil, dass so die Kontrast- und Farbebenen wirklich sehr, sehr schwach sind und man auch nicht einen großen Blickwinkel auf den Monitor hat. Das heißt, die Kontraste können bei abweichendem Blickwinkel natürlich sehr schnell komisch aussehen und die Farben dann auch verwaschen. Das Einsatzgebiet der TN-Panel sind ganz klar Shooter-Games, weil man auch hier die Refresh-Rates bis zu 240 Hertz gewährleistet bekommt und außerdem sind die wirklich für ein schmales Budget geeignet. Also so günstige 144 Hertz 24 Zoll TN-Panel gehen dann so bei 170 Euro los und auch 240 Hertz Modelle sind wirklich bezahlbar. Als zweiten Paneltyp haben wir ja das VA-Panel, also Vertical Alignment. Bedeutet im Prinzip, dass diese stäbchenförmigen Kristalle in den Pixeln senkrecht angeordnet sind und sich dann bei Spannung in die Waagerechte legen und halt je nachdem dann wieder das Licht durchlassen oder eben nicht, um die verschiedenen Farben zu kreieren. Vorteile bei dem VA-Panel sind natürlich die höheren Kontrastwerte und die Farben, die natürlicher dargestellt werden. Und außerdem hat man dann auch einen höheren Blickwinkel, so dass man sich auch mit einem Kumpel gemeinsam vor dem Monitor setzen kann, ohne dass irgendwie Kontrastwerte oder Farben verwaschen. Natürlich hat ein VA-Panel auch Nachteile und das ist definitiv die Reaktionszeit, was also bei Fast-Paced Gaming dann zu diesem Ghosting-Effekt kommt und zur Schlierenbildung. Also ist der Monitor wirklich geeignet für Spiele, wo es nicht so wirklich auf die Reaktionszeit ankommt, sondern wirklich auf schöne Farben und ein ordentliches Gameplay. Der dritte Paneltyp ist dann der IPS-Panel oder auch In-Plane-Switching. Da sind die Kristallstäbchen in den Pixeln in einer Ebene angeordnet und auch wieder waagerecht zur Bildebene, ändern sich aber mit der Spannung nur bis zu 90 Grad, was natürlich dann die Möglichkeit gibt, dass die Farben noch distanzierter dargestellt werden. Also das Einsatzgebiet von diesen IPS-Panel ist halt wirklich im Profibereich bei den ganzen Fotografen, Designern, die halt wirklich darauf aus sind, wirklich Farbe von Farbe, Pixel von Pixel zu trennen. Aber natürlich auch beim Gaming hat das große Vorteile, denn hier kombiniert man nicht nur die gute Farbqualität mit den Kontrastwerten, sondern auch mit der Reaktionszeit. Aber da muss man wieder differenzieren. Günstige IPS-Panel können immer noch eine Schlierenbildung und Ghosting haben und halt eine schlechtere Reaktionszeit. Ein weiterer Nachteil des IPS-Panels ist auch der Stromverbrauch. Hier verbraucht man im Gegensatz zu den TN- und VA-Panelen 15% mehr Strom und das ist schon heavy. Also man hat hier wirklich eine sehr gute Technologie, eine weiterentwickelte Technologie gegenüber den TN- und VA-Panelen. Das spiegelt sich natürlich auch in dem Anschaffungspreis wieder. Also die IPS-Panels sind verdammt teuer. Da muss man schon ein ordentliches Budget auf den Tisch legen, um wirklich einen ordentlichen Monitor zu kaufen. Aber ist natürlich richtig gut für Games und wenn man zusätzlich noch in den Bereich YouTube einsteigt, ne, in den Bereich Streaming, ist der Monitor einfach ein Must-Have.
Da vereinst du wirklich die Vorteile des Designaspektes durch die Farbtrennung mit einem richtig schönen Bild im Gaming. Und das ist meiner Meinung nach sehr, sehr angenehm. Also wenn wir das Ganze mal zusammenfassen, haben wir hier grundsätzlich eine sehr fortschrittliche Technologie in den IPS-Panels. Aber trotzdem kann ein richtig teurer TN-Panel-Monitor noch besser sein als ein günstiger, in Anführungszeichen günstiger IPS-Monitor. Da muss man halt schon wieder die einzelnen Details und die einzelnen Daten des Monitors vergleichen, um sich das auf seine Bedürfnisse dann zurechtzuschneiden. Aber an sich, wenn man jetzt für einen Competitive-Bereich einen Monitor braucht, kann ich euch nur die TN-Panels empfehlen. Sollte man ordentliches Gaming betreiben wollen, ein mittleres Budget haben, dann auf jeden Fall ein VA-Panel. Und wenn man dann wirklich die Kohle hat, designen möchte, gamen möchte, also wirklich Office und Gaming vereint, dann definitiv ein IPS-Panel. Jetzt ist natürlich die Frage, wie wird sich das Ganze in der Zukunft entwickeln? Es gibt ja wirklich TN, VA, IPS-Panel, das haben wir jetzt schon über die mehreren Minuten jetzt hier durchgekaut. Aber was ist denn mit den OLED-Panels? Also es gibt aktuell wenige Monitore mit OLED-Panels. Ich weiß nicht, wenn ihr mal durch einen Store gelaufen seid und auf die OLED-Fernseher geschaut habt, das Bild ist einfach Wahnsinn. Also die Farb- und Kontrastwerte sind richtig insane. Man hat die Möglichkeit, schwarz fast perfekt darzustellen. Und natürlich der Wechsel der Pixel von Gray to Gray, also die Reaktionszeit, liegt bei unter einer Millisekunde. Wirklich, aber ein riesen Nachteil an der ganzen Geschichte ist dann wirklich dieser hohe Preis, also wirklich mehrere tausend Euro für so einen Monitor. Und ich weiß nicht, ob sich das im Gaming durchsetzt. Da könnt ihr mir mal gerne eure Kommentare bzw. eure Meinung in die Kommentare schreiben. Und da können wir mal ein bisschen drüber diskutieren, ob OLED vielleicht die Zukunft ist oder ob man wirklich bei den TNVA IPS-Paneln bleibt. Ich kann nur sagen, ich fände es cool, wenn sich OLED durchsetzt, wenn die Technologie sich so weiterentwickelt, dass man noch mehr aus der Bildqualität und noch mehr aus den Reaktionszeiten rausholt, um dann natürlich auch im E-Sport richtig gute Leistung zu erzielen. Aber das ist dann auch ein Thema vielleicht für den nächsten Vlog. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, ihr habt noch eine angenehme Restwoche. Vielen Dank fürs Einschalten. Lasst mal ein Abo da auf dem Video und ein Like, wenn euch der Kater hier im Hintergrund aufgefallen ist. Ansonsten viel Spaß, bis zum nächsten Video. Macht's gut und tschüss.